Eine Frau macht sich ein wenig Sorgen, denn ihr Mann ist jetzt 49 Jahre alt und sie hat das Gefühl, dass er in den Wechseljahren sei. Er ist so gereizt, er schläft schlecht und schwitzt bei der kleinsten Anstrengung. Und sie möchte einfach wissen, ob es bei Männern denn auch so etwas gibt oder ob hier eine andere Erkrankung dahinter steckt. Tja, Wechseljahre der Männer, die Andropause, so wird es von uns Ärzten genannt, gibt es natürlich auch. Allerdings sind die Anzeichen nicht so eindeutig wie bei den Frauen. Und der Verlauf ist eher schleichender. Allerdings sind die Symptome tatsächlich ähnlich. Wechselnde Stimmung, Hitzewallungen, also extremes Schwitzen, Gewichtszunahme, Kreativitätsverlust und aber auch Schlafstörungen gehören dazu. Trotzdem ist es wichtig, generell beim Arzt abzuklären, ob sich nicht eine andere Erkrankung hinter diesen Symptomen verbergen kann. Im Übrigen eine Hormonbestimmung bringt recht schnell Klarheit. Und falls gewünscht, gibt es auch für den Mann eine passende Therapie. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie mir doch einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal. Haben Sie noch Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie einfach einen Kommentar. Eine Patientin macht sich Sorgen, weil ihre Leberwerte ständig leicht erhöht sind, obwohl sie keinen Alkohol trinkt. Sie nascht aber gerne und sie wiegt auch mindestens 20 Kilo zu viel. Und sie möchte jetzt wissen, ob es hier einen Zusammenhang geben könnte. Möglich ist es schon, weil ihre Leber muss aufgrund ihrer Ernährungsgewohnheiten, die nicht so wirklich gesund sind,